Ubisoft. Assassin's Creed 3. Ja, liebe Leute, es ist soweit. Sorai for You schwingt sich in die Bäume, um Assassin's Creed 3 zu spielen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Einzelspieler beginnen. Neues Spiel beginnen. Ach, scheiß drauf, wir sind Desmond. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis. Eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Wow. Der Junge wird immer dünner, zumindest kommt es mir so vor. Gehen wir. Ja, Leute, damit herzlich willkommen nochmal zu Assassin's Creed 3. Wie passend dieser Übergang ist. Ja, ich habe mich von Revelation verabschiedet, zum einen der Zeit wegen, also ich habe es nicht auf 100% gebracht, ganz zu schweigen. Es lag ein wenig daran, dass der Online-Modus in Teil 2 Revelation, nenne ich es mal, einfach nicht mehr besucht wird. Das heißt, ich konnte dort meine Ubisoft-Errungenschaft auch nicht mehr abschließen. Ich muss mal gucken, wie es in Teil 3 ist. Ich weiß, dass es hier auch einen Online-Part gibt. Mal gucken, wie er ausschaut. Und inwieweit er relevant ist für Ubisoft im Allgemeinen.
Ja, was habe ich vor? Ich werde jetzt natürlich gleich reingehen, die Story wird weitergehen. Was ich weiß, ist, dass es 12 Sequenzen geben wird. Ich habe mich diesmal vorab informiert, nicht, dass ich wieder rumstoche und überlege, ist es die letzte oder nicht. Was ich auch weiß, ist, dass man besagt, dass die Hauptstory ungefähr 20 Stunden hat und die Nebenmissionen, Stories, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie sie ausfallen, in etwa die gleiche Länge, wenn nicht sogar noch länger sind. 40 Stunden Material, ihr könnt euch vorstellen, das sind knapp an die 90 bis 100 Folgen. Werde ich also nur auf die Hauptstory ausreizen. Ich werde mal gucken, so jetzt nach den ersten Kapiteln, wie viel Zeit vorbeigeht und so weiter und so fort. Wenn es irgendwas in diesem Teil aufzubauen gibt, also wirtschaftstechnisch aufzubauen gibt, mache ich das wieder autark und setze storytechnisch dort ein. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Ich freue mich wahnsinnig drauf mit dem Indianerjungen, absolut, mein absoluter Lieblingscharakter. Ich habe noch nichts großartig gesehen von diesem Spiel, vielleicht eine halbe Stunde. Da unten stehen sie schon und warten. Eine halbe Stunde. Damals, als mein Bruder es angespielt hatte. Ich hatte aber nicht viel Zeit, irgendwie noch großartig weiterzugucken. Ich war nur schwer beeindruckt, was Assassin's Creed konnte. Mittlerweile sind wir bei Unity, es ist also noch einiges hinzugekommen. Aber egal, weiter geht's. Mal gucken, was es zu erzählen gibt. Übrigens, wir haben hier Bill. Ich wollte gerade sagen Lucy, nein, Rebecca und ja, ich will nicht. Warren ist es nicht. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Hilfe! Habe ich noch meine Sinne? Kann ich irgendwas machen? Nein. Mir fällt sein Name gleich ein, ich schwöre. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen wird. Wie er alles den anderen überlässt beim Schleppen. Nicht mal der Dame hilft er. Wie unverschämt. Ups. Ja. Bekannt ist ja, wenn ich das jetzt hier gerade aufnehme, nee, ihr wisst es noch gar nicht. Ich kann jetzt gar nicht mal spoilern. Aktuell läuft noch das DLC, The Lost Archive. Was relativ interessant ist, was auch erklärt, warum Lucy nicht mehr da ist und warum Desmond sie getötet hat. Kurz gesagt, es war nicht ganz ohne Grund. Nein, Mann! Ich glaube, wir sind da. Jetzt mal ernsthaft, das Ding lädt doch hier schon ein zum Klettern und Balancieren. Kann ich noch umdrehen? Ich muss. Meine Neugierde. Wartet mal, wir können da hinten vielleicht hochgehen. Oh, ernsthaft. Ich hoffe, die haben hier nichts an der Controller getan von der Steuerung her. Ich bin noch mal gespannt, wie es mit der Performance ist. Wir haben ja von dem Auto schon ein paar Lecks gesehen. Ich weiß, dass es. Also, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig an meiner Grafikkarte liegt, aber die Kombination mit meinem damaligen Prozessor, dem FX 6300, mit der R9 270X, die ich habe, soll das Spiel massiv geleckt haben, egal was man eingestellt hat. Ich bin mal gespannt, wie sich das fängt. Ich habe ja momentan den i7. Mal schauen. Wow! Na, wie wollt ihr das machen? Laufen kann. Oh, Alter, ne. Ist das das, was ich denke, was es ist?
bleib hier. Habe ich es nicht gesagt? Und? Sir? Sir? Ah, das schon wieder. Huch! Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Na, Glückwunsch. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? Juno, ja. Dad. Ach, Juno, okay. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay. Also was soll ich tun? Ganz einfach. Wow. Geh zu der Markierung da drüben. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Ach, übrigens, wie ihr vielleicht auch sehen könnt, das Ganze ist die 1, 2, 3, die PC-Version. Eieiei, was ist mit meiner Sprache heute los? PC-Version, ich spiele das Ganze wieder mit dem Xbox 360-Controller. Und... Schnell gehen. Okay, wartet mal. Das, was er mir dort anzeigt, ist so nicht korrekt. Das ist immer noch das Gleiche. Ich verlasse mich immer auf meinen Instinkt nach den anderen Teilen. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Springen ging jetzt gerade nicht. Es läuft aber alles ein bisschen... Ich habe das Gefühl, flüssiger. Und es wirkt harmonischer, die ganze Bewegung. Oh Gott, oh Gott. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Das kriegen wir doch hin. Wow. Okay, die Lücke habe ich nicht gesehen. Es ist ein bisschen komisch hier, in diesem weiß-schwarzen Areal zu laufen. By the way, ich habe vorhin schon mal eine Testaufnahme gestartet, allerdings nur mit dem Intro. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Hä? Muss ich erst hochgehen? Ich meine, ich habe den Typen dort schon gesehen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Das war kein Luftattentat. Das war kein Luftattentat. Muss ich wahrscheinlich warten. Wartet mal, wir versuchen es beim zweiten nochmal. Oh, no, 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 no. Fuck. Pardon.
Wow. Ich muss sagen, er führt die Bewegung zu Ende. Das war damals nicht in den vorherigen. Das ist krass. Ich muss... Oh, die Steuerung ist mega sensibel. X ist jetzt das Luftattentat. Okay, verstehe. Okay, okay, okay. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Sie ein Luftattentat ausführen. Verstehe, ich hab's nochmal hingekriegt. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Habe ich da was falsch gemacht? Musst du nur über den Abgrund springen? Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Egal. Ich habe schon wieder echt vergessen, was ich vorhin sagen wollte. Wow! Der Controller, wie gesagt, wirkt weicher, aber auch abschließender. Das heißt, ein... Eine falsche Bewegung und sie bleibt falsch. Oh! Was mache ich denn hier? RT halten, um frei zu laufen. Ja. Ich wollte eigentlich da ranspringen. Also... Wenn ich jetzt nämlich normal gelaufen wäre... Und mal Schwung. Wäre wieder rübergesprungen über die... Alter Schwede, okay, das ist ein bisschen anders, die Steuerung. Wow. Wow. Kommen wir hier noch hoch? Ja, okay, kommen wir. Das ist einfach nur Parcours, ne? Nicht erschrecken lassen. Ganz normaler Parcours. Wir können das. Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Volle Synchronisation. Fortschritt ansehen. Fortschritt ansehen? Keine Ahnung, was er jetzt von mir wollte. Wer bin ich denn hier? Hm. Das finden wir noch raus. Wie gesagt, ich weiß so gut wie nichts, nur dass ich gleich die Rolle eines echt süßen Indianers übernehme. Okay, mal gucken. Auf jeden Fall, der Herr hier lässt sich nicht schneller bewegen. Jetzt müssen wir halt geschmeidig sein. Sir. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Ich muss es hier, eine tödliche Vorstellung. Oh oh. Gut, das heißt, ich gehe jetzt gleich in den Kampf. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. B überspringen. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Also es läuft geschmeidig. Es läuft geschmeidig. Ach, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, was ich drücken muss, um es abzuspielen. Ich hatte vorhin gerade angefangen, von wegen, dass ich ja eine Testaufnahme gestartet hatte mit dem Video. 60 oder 30 FPS. Abgesehen von der Dateigröße macht es keinen großen Unterschied, denn tatsächlich kriege ich das Spiel auf maximal 45 FPS gedrückt. Warum auch immer, er rastet ein. In Videosequenzen und auch im Spiel. Das wurde, habe ich schon getestet, fragt mich nicht. Und wegen 45 jetzt, oder 15 FPS, werde ich den Crew jetzt nicht fett machen. Nein, wartet mal. Ich bin neugierig. Darf ich?